Werte Lords und werte Ladies, willkommen zurück hier zu Empire of Europe 1100 bei Mountain Blade 2. Bannerlord, wir sind aktuell in Krakau, dort steht ein Turnier an, ferner haben wir eine Mission, nämlich den Wilderern ans Leder zu gehen, einer ganzen Armee von Wilderern, und zusätzlich sollen wir noch ein bisschen Vieh nach Zagreb bringen. Viel zu tun, greifen wir es an. Im Turnier gibt es mal wieder ein Zorn der Windeschwert zu gewinnen. Das wäre schön. Wir haben zwar schon eins, aber ein zweites schadet sicher nicht. Auf geht's zum Angriff. Das hat schon mal wieder wehgetan. Toll. Ach Gott, das ist, ich kann es nicht mit diesem, mit dieser blöden... Ne? Er kann es einfach nicht. Der Haubi. Oder der Franz Josef. Oder wer auch immer. Das ist unserer. Den hauen wir nicht. Jawohl, endlich mal. Endlich mal. Komm, der nächste. Wieder vorbeigesemmelt. Zumindest eine mitgegeben. Der hat geblockt. Der gehört mir. Oder zu mir. Jawohl, der kriegt auch eine mit. Da ist noch einer. Okay, Schwert raus. Ah, Schwert ist zu kurz. Da ist wieder das Problem, gell? Das war in Mountain Blade Warband. Pferd und Schwert damals, da war das halt noch ein bisschen anders mit der Länge. Da konnte man ganz locker rumdübeln vom Pferd. Mittlerweile muss da echt aufpassen. Ach Gott, unser Reiter ist kaputt. Perfekt. Dass mit die ekelhaften Reiter loswerden. Ja, der erste hat schon mal was abgekriegt. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist jetzt schlecht. 3 gegen 1. Das kann jetzt lustig werden. Okay, 2 gegen 1. Aua. Komm. Den noch weg. Ja, danke. Okay, muss man aufpassen, dass der mit seiner Pike nicht erwischt. Okay, das mit den zwei ist nicht gut. Ich muss da mal weg. Braucht Distanz. Und jetzt hinterher. Fix. Ja, mit seinem blöden Schild, aua. Oje, das sieht finster aus. Das sieht nicht gut aus. Nee. Jawohl. Ach, Gott sei Dank. Jetzt. Okay, wo liegt ein Schild? Wo liegt ein Schild? Wo liegt ein Schild? Da liegt ein Schild. Gott, heißt, ich muss den Trottel irgendwie weit weg
weit weg vom Schild. So, und absteigen, absteigen, absteigen. Komm, 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 hol das Schild. Das heißt, es aufhebt, du Trottel! Ach Gott. Dann halt ohne. Dann halt ohne Schild. Mensch, Franz Josef, du. Naja. Du Verrückter. Es tut mir so leid, Giorgio. Victory! Ich jubel trotzdem. Also dann, jetzt Finale. Schon gemein, gell, dass im Finale der Verlierer kriegt gar nichts. Den Trostpreis gibt's nicht. Winner takes it all. Aua. So schaut's aus. Das Ding gehört uns. So, wer kriegt's? Da ist der Botschafter, da ist das Skalpell. Der Morgenbrecher. Zorn der Winde. Ja, das, ja gut, weißt was, dann kriegst du das. Und alles ist gut. So, hier gab es ein Level Up. Bei der Katja. Du kriegst 5 Trefferpunkte mehr. Schadet sicher nicht. Und dann geht's zu den lumpigen Wilderern. Nach Lublin. Karawane kann momentan unseren Truppen sollten nicht refinanzieren. Das Dorf ist durchschnittlich wohlhabend. Okay, ja gut, dann kaufen wir mal ein. Bisschen die Wirtschaft fördern, genau. Einfach mal ein bisschen einkaufen. Oh, Hartholz ist günstig, okay. Nehmen wir mit. Komm, steck alles ein. Für 12 ist echt geschenkt. Jetzt kommen uns die Wilderer. Also, auf geht's zum Angriff. Under my orders. So. Everyone! Absitzen. Dismount! Follow me! Da hinten kommen jetzt die Burschen. Ja. Everyone! Move! Da hinstellen. Und feuern! Everyone! Lose hinstellen. Close formation! Ich hab gedacht, ihr seid gute Schützen und Scheiß. Ist ja furchtbar. Ja, dann zum Angriff. Und auf die Mütze, auf die Mütze, auf die Mütze. Alles muss man selber machen hier. Immer das Gleiche.
Alles musst du selber machen. Jawohl, den Hintern schießen, los, sofort! Aber es ist leider kein Bogen. Na gut, ich würde eh nichts treffen. Was ist los mit euch? Will keiner, oder was? Ach, ihr feiert alle. Ja klar, schießt durch das Gebäude durch. Sehr gut. Ja, komm dann. Lass die zwei abhauen. Ist doch wurscht. Eingesteckt werden's. Das ist lauter Plunder hier. Ja, steckt mir auch ein. So, Quest abgeschlossen, jawohl. Das Verhältnis steigert sich. Und Geld. 1100. Dankeschön. Okay. Dann. Findest du den Weg? Ja, er findet. Hätte ich es ja auch auf den Pferden lassen können, gell? Fällt mir gerade so ein, was haben wir da? Ach, Weidedisput. Nee, da verscherzt man sich's mit einem anderen Dorf. Das brauche ich nicht. Das muss nicht sein. Okay, ein Hideout, okay. Ein Versteck. Was haben wir hier? Banditenversteck in der Nähe, ja. Well, good day to you. Ja, mach ich selber, alles klar. Was hast du hier? Maultier. Für 91 ist sogar okay. Kauf ich. Ach, Viehtrieb wieder, weißt? Dann kaufe ich's nicht. Was hast du sonst? Ich habe gar nicht geschaut. Getreide hat er. Und Käse, ja gut. Getreide haben wir eigentlich schon genug, ne? Ja, ein bisschen was kann man kaufen. Ja, hier, die Wilderer wollen bei uns mitmachen. Ja, könnt ihr vergessen. Das machen wir nicht. Also dann. Gehen wir zum Versteck. Bis zur Dunkelheit warten ist immer gut. Und angreifen. So, wer geht mit? Unsere lustigen Helden natürlich sind dabei. Plus 6-mal Armbrustschützen. Okay, mir nach. Nach Belieben schießen. Vorwärts. Das sollte heißen, ihr sollt nur schießen, wenn auch wirklich ein Gegner da ist. Nur mal so. Das sollte nicht heißen, schießt sinnlos durch die Gegend. Verdammt. So. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Was für Helden. Areal kenne ich noch gar nicht. Und das kann ich mich gar nicht erinnern. Also ist kein typisches Bannerlord-Areal aus diesen Missionen, ne? So. Eindecken, Armbrustschützen, los. Feuer. Ja. Angreifen. Mir nach, nicht sinnlos vorrennen. Ich merke schon, ich bin wieder der Einzige, der hier was tut. Oh Mann.
Worauf schießt ihr? Ach da, jetzt. Ach, schau an. 1, 2, 3, 4. Okay. Come on! Nachladen. Hier ist sonst niemand, oder? Ja, ich schätze mal, folge dem Licht. Ne? Wir laufen den Fackeln hinterher. Das wäre zumindest etwas intuitiv. Sieht gut aus, ja. Angriff! Ist das der letzte Mohikaner, oder was? Das, ich mein, Oberteil war zu teuer, ja? Ja, sowas. Aha, ach du, kommt alle mit Schild? So, so. Duell, ja, von mir aus. So, ausduelliert. So, schaut sie drum. 1, 2, 3, 4. Video Orgelpfeifen. Ja, ja. Victory is ours! Victory is ours! Victory! Heaven be praised! 11 Stück, weißt du? 11. Wow. Da haben sie sich echt total verausgabt. Super, toll, Mensch, toll. Ah, alle einsperren. Oh. Ja. Ja, das sieht doch besser aus, hätte ich gesagt. Infanterieaxt. Einhändig. Verbeult. Ja, perfekt. Du kannst du bestimmt den Fellrock anziehen hier. Ja, ich wollte es gerade sagen. Die Katja, ne? Die kriegt irgendwann so gute Rüstung, dass die uns künftig beim Turnier wegbügelt. Da müssen wir aufpassen. So, ein Speer, jawohl. Der Wundarzt, kannst du Speer? Wahrscheinlich nicht, gell? Stangenwaffen 4, ja, okay, kann er nicht. Kannst du Stangenwaffen? Ja, dann kriegst du das Ding. Alles klar. Ja, dann, wie sieht's mit Questbelohnung aus? Hier, 3000. Nice. Sehr hübsch. Einhändig gestiegen. Schaden Einhandwaffen von Reittieren. Hm. Bewegungsgeschwindigkeit für das Führen von Schilden entfernt. Also der Malus. Generell Bewegungsgeschwindigkeit für Infanterie in eurer Formation. Oh, ja, 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 ja. Schaden mit Einhandwaffen von Reittieren. Nahkampfschaden durch Kavallerietruppen in eurer Formation. Na gut, wir werden meistens ja eh reiten, vermutlich. Aber nutze ich da so oft die Einhandwaffe? Ja, naja. Ausstrahlung. Ansehensplus bei Turnieren. Höhere Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen. Naja, gut. Hier haben wir persönlich Truppführer. Hier haben wir persönlich Statthalter. Das heißt, hier hätten wir zwei Boni, hier nur einen. Plus eins Moral, wenn ihr an einer belagerten Siedlung verteidigt. Ja, okay, alles klar, nehmen wir das. Sicher nicht verkehrt. So, bei Einhard wird es langsam Zeit, hier ein bisschen mehr Gas zu geben. Also, zack. Unsere Karawanen, genau. Karawanen, momentan kein Geld. Kleine Wirtschaftskrise aktuell hier in Europa. Koloman, ah. Ein Lord mit Mission, das klingt interessant. Halt, stopp, stehen bleiben, bitte warten Sie.
Wieso ist der schneller als wir, obwohl wir weniger sind? Wir haben Viehtrieb, wir haben Gefangene. Na Gott. Schauen wir mal, ob der mit sich reden lässt. Hallo? Da ist er. Koloman. Ehefrau Felicia. Mhm. Ach, die ist auch da. Das ist doch schön. I don't know. Hallo. I suppose. Ach, das ist der König der Ungarn. Ah je, okay. Ich entschuldige mich für meinen forschen Auftritt. Ich habe nicht genug Truppen. Ja, das kann natürlich passieren, ne? Na schön. Dann sage ich deiner Frau auch kurz guten Tag. Hallo. Ich bin der Franz Josef. Ja, alles gut dann. Tschüss. So, was kann immer passieren? Wer kennt schon den ungarischen König persönlich? Also jetzt schon. Naja. Dann über die Brücke bei Budapest. Auf nach Zagreb und dort die Viecher abgeben. Genau. Yeah, you want something from? Ja, ich bin der Franz Josef. Ich habe hier von Edward aus Lodzja. Habe ich ein paar Viecher, genau. 18 Schweindattel. Da, viel Spaß. Sehr gut, nochmal 1100 Münzen. Naja. Gut, dann schauen wir, dass wir die ganzen depperten die Gefangenen loswerden. Also raus damit. Wir sind Clan Rang 2. Das heißt, wir könnten uns schon irgendwo als Vasall anbieten. Wenn wir das wollten. Ja, komm. Weg, weg, weg. Der Scheiß fliegt da weg, oder? Was hat der an? 10, 2, 1, ja. Ja, das ist Mist hier, ne? Also, das ist nicht, aber das ist schon. Weg damit. Leder ist viel zu günstig, 135. Hallo, das ist ja. Da geschenkt. 135. Interessant, wir sollten die Schweine hierher bringen und hier drüben sind die Schweine richtig günstig. Naja. Also, haben wir das raus, Pfeile ausgewogen, großer Sack Pfeile, die behalten wir mal. Das Ding können wir auseinandernehmen. Und hier kann man ein bisschen Holz verkaufen. Ist natürlich jetzt nicht so der große Gewinn, aber naja. Was haben wir hier Schönes? Eine Wurfaxt, jawohl. Das machen wir doch sehr gerne. Jawohl, 3,8, dankeschön. Und ein Einhandschwert. Ja, da verbessern wir beim Schaden gar nichts, habe ich das Gefühl. Aber es hat gereicht. Wir haben das ausgeglichen durch andere Bereiche, wo wir besser waren. Also dann zack, weg. Und vielleicht nochmal kurz Zweihandschwert ausprobieren, was so geht. Ja, ist schon interessant, ne? Sagen, komm, wir machen ja ausschließlich zweihändig. Ja, nehmen wir den Knubbel. Nehmen wir das Ding hier. Und dann nehmen wir den hier. Zack. Rostig. Na, rostig ist nicht gut. Mein Franz Josef, was machst du? Rostigen Scheiß herstellen. Naja. Nochmal 1100.
Hä, ich hab doch alles gemacht. Dekorierter Südländer Kettenpanzer. Ja, nehme ich. Also, wenn ich ihn krieg, meine ich. Oh je. Jawohl, den ersten haben wir schon mal vom Pferd geholt. Sehr gut. Der zweite hat auch schon mal ordentlich was abgekriegt. Yes. Gut. Da waren es nur noch zwei. Der will raus. Oh Gott. Ernsthaft? Na? Wie einfach das trifft den Zug ein. Na, Franz Josef, wie einfach drum rumreitet und nichts trifft. Super, echt super. Zum Angriff! Ach Gott, die Katja ist wieder da. Aua. Au. Hörst du auf mit dem Scheiß? Na, oh, gute Nacht. Das ist jetzt wieder, genau, äußerst gefährlich. Oh Gott, 2 gegen 1 ist so unfair. Aber zumindest sind wir in der nächsten Runde. Jawohl, meine Herren. Ich will doch die lustige Rüstung haben, Mensch. Loring, der Stier, ja. Das ist nicht unser Stier, ne? Also nicht unser Stier. Das ist der, den wir mal verschmäht haben. Kann es sein? Den wir mal belächelt haben, ja. Deswegen zu Recht. Da geht er gleich zu Boden, der Stier. Kalten Winter. Jawohl, endlich haben wir das Ding hier. Sehr gut. Vernünftige Rüstung mal. Für den Anfang. Das sieht doch hübsch aus hier. Einfach mal doppelt so gut. Trägt ein bisschen auf in der Mitte. Ja, mein Gott. Da, das sieht doch gut aus. Da, und der andere hat ja den hier. Also passt. Passt. Da können wir noch einschmelzen. Das komische Ding hier, weg damit. Jawohl. Jetzt sind wir wieder müde. Ja, ja, müde, müde ist er. Reiten auf dem nächsten Level. Trefferpunkte und 10% Trefferpunkte, ja, mach mal. Geht das Pferd nicht so schnell kaputt? Da, hier, schau mal, unsere Karawane. Eine, wo sind die zweite eigentlich? Wo sind die zweite Karawane? Eine ist hier. Ach, da unten, ja, mein Gott. Benedetto. Im warmen Afrika. Ja, wenn es hilft. Wenn es hilft. Es hilft nicht aktuell. Ah, jetzt hilft es wieder ein bisschen. Kleines Geld zumindest. Aber
Aber finanziell stehen wir, denke ich, soweit ganz gut da. Hey, eine venezianische Armee. Heißt das, Venezia ist im Krieg? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Mit dem Holy Roman Empire. Oh, wow, wow. Ja, da wünschen wir doch viel Spaß. Hier verkaufe ich nicht viel, habe ich das Gefühl. Nee. Hier könnte ich höchstens Bier kaufen, aber... So, der große Wurf ist das jetzt nicht. Okay, Werkzeuge kann man ein bisschen mitnehmen. Schmiedehammer. Ah, die nehmen wir noch mit. Haben wir hier schöne Aufträge? Nein, haben wir nicht. Okay. Ja, dann gehen wir wieder. Ja, hier, große Armee von Venedig, 500 Mann. Rohseide ist gut zu kaufen. Hier kriege ich Werkzeuge relativ gut los. Bis 85 verkaufe ich mal. Eisenerz verkaufe ich mal bis 65 oder so, ja. Boah, das sind interessante Preise hier, ne? Okay, Schmiedeauftrag. Zwei an Streitkolben. Muss ich mich aber erst ein bisschen ausruhen, dass das funktioniert. Hör, der Franz Josef ist ja schon auf Platz 1 in der Rangliste. Sowas. Mit dem letzten Turnier. Ja, dann müssen wir gleich ausbauen. Kossianerpferd, jawohl. Sehr vernünftig. Dann machen wir mit. Ist doch klar. War klar, dass wieder beide auf mich kommen. Natürlich, danke. Hört sie auf, mich zu hauen. Jawohl. Gott sei Dank, setz auf den Grünen! Habe ich irgendwas gesagt? Nein. Na super, Katja, das sah hübsch aus. Oh Gott, der schaut nur dumm und wartet, bis er weggemäht wird. Ja, ich glaube, wir sind raus. Nein, wir sind sogar noch dabei. Sie haben es tatsächlich geschafft. Ach so, ja, weil wir die letzten zwei waren, die umgefallen sind. Ja, ja, klar. Es kommt aus jeder Gruppe zwei weiter. Okay, also immer die letzten beiden Überlebenden einer Gruppe in dieser Formation. Da, jetzt kämpfe ich endlich mal mit der Katja an der Seite. Vorsicht! Martin, du Keiler! Du bist mir übel, ne? Dass ich die nicht mitnehmen konnte damals. Was eine Klopperei. Das muss das Volk sehen, der Pöbel. Hanem et Zazensis. Ja, holt die Löwen jetzt. Oh, sowas. Power. Der hält aber auch ganz schön aus, du. Zack, ja, ist jetzt Schluss. Ja.
Na, ist dann, Capitani. Victory! Da schau mal, die ganzen Mädels da oben, wie sie uns alle zuwinken. Schmeiß die Schlüpper, jawohl. Franz Josef ist noch zu haben. Wenn ihr Lust habt, später selber mal in der Armee zu kloppen oder die Kinder des Franz Josef zu gebären, seid ihr genau richtig hier. Hörst du auf, dich hinter diesem blöden Schild zu verstecken jetzt? Also, danke Katja. Da auf die Mütze jetzt, genau. Die Katja gegen den Franz Josef. Das Pferd gehört uns. Was schon mal gut ist. Sehr gut. Was du in der Dose überhaupt was siehst, ist ein echtes Wunder, Katja. Toll. Da legt sie sich hin. Sehr schön. Also, neben der Kohle auch das Pferd. Oh, Bavaria Rang 3. Heißt, ein zusätzlicher Begleiter möglich. Genau. Begleiter 6. Sehr hübsch. Da ist er, der Martin, ne? Wir kennen uns noch. It's been a while. Das stimmt. Ja, es war anstrengend, aber alles gut. Ja, also, wie schaut's aus? Kommst du mit, oder? Alles klar, sicher, sicher, jawohl. Siehst du, Martin, was lange währt, währt endlich gut. So, ich muss jetzt bloß noch einen Sattel kaufen für dich. Das geht raus, genau. Was ist denn das eigentlich? Das ist scheiße, oder? Ich hätte gerne sowas. Sowas Gescheites halt. Wobei, ist aktuell Geldverschwendung. Vielleicht looten wir was. Ja, vielleicht looten wir was, genau. So, kriegt der Martin ein Pferd, ein Reitpferd und einen Reitsattel. Genau, sehr gut. Stangenwaffen einhändig. Ja, ich hätte schon mal einen Morgenbrecher für dich. Was fehlt, ist die Stangenwaffe. Vielleicht können wir da was halt. Nee, ich kann nicht, weil ich bin müde. Oder der Franz Josef. Ja, ich auch, aber der Franz Josef. Vielleicht findet man da was Schönes. Was, ja, wobei, da haben wir, glaube ich, sehr, sehr wenig Erfahrung bei Stangenwaffen. Also. Erstmal hier Geld verdienen. Das sind 8, das sind 6, das ist die Reichweite. Ja, es wird nicht besser, gell? Ja, komm. Also, freies Bauen, Stangenwaffen. Wo ist es denn? Achso, Spieß wahrscheinlich, ne? Also, ne, 2 an Stangenwaffe. Ja gut, das sind unsere Teile sehr überschaubar, hätte ich mal behauptet. Wie er halt gar nichts kann, der Franz Josef, gell? Brutal. Was fehlt jetzt wieder? Ah, jetzt fehlt wieder hier das Schmiedeeisen, natürlich.
Mein Gott, ist das alles ein Scheiße, ganz ehrlich. Franz Josef, also da... Na, das kannst du ja keinem anbieten, das tut ja bloß weh. Na, komm weg. Das würde ich dem Martin nicht antun, der kündigt ja gleich wieder. Wenn der so eine Waffe kriegt, sagt er, weißt du was, nee, mit mir nicht. Und das sagt er völlig zu Recht. Da würde ich auch sagen, also ihr könnt mich jetzt mal, ne? Oh, schau mal hier. Unsere Handelskollegen sitzen hier gerade über und verschleudern unser Geld hier für den Ferryman. Ach, Ancona, natürlich hat er wieder Probleme, da runter zu finden. Sodale, Ancona. Naja, Gott. Hier ist auch nicht viel Geld verdient, ne? Rohseide. Ja, Rohseide höchstens noch ein bisschen. Butter und Fleisch. Kleines Geld. Bier, kleines Geld. Tja, der große Wurf war das jetzt nicht. Holzhammer, jawohl. Okay. Muss ich nochmal ganz kurz Pause machen. Das ganze Zeug einschmelzen. So, ist hier eigentlich irgendwo... Kinti oder Erste? Kinti oder Zweite? Ja, super. Welch kreative Namensvergabe. Respekt. I don't know. Ja, ich kenne mich manchmal selber nicht. Also dann mach's gut, ne? War nur, um den kennenzulernen. Einhandschwert. Jetzt nicht gedacht, dass es klappt. Aber gut, bin zufrieden. Schön, dass es geklappt hat. Da ist man nicht schaffen. Das macht nichts. Da, das schafft man auch nicht. Aber das sind alles so kleinen Aufträge, so Kleinbeträge, wo es eh nichts ausmacht, ne? Der Spieß ist bloß ein Speer, oder was? Der macht nur Stichschaden, okay. Aber es gibt doch auch Zweihandstangenwaffen mit Schwungschaden. Aber wahrscheinlich brauche ich da einen anderen Kopf, dass das funktioniert. Zweihand-Axt. Gut, das sind wir auch sehr limitiert in den Teilen. Oh, unsere erste Zweierklinge hier. Cool. Nehmen wir den hier. Und da haben wir noch einen Knubbel. Was fehlt? 4x Schmiedeeisen. Na klar. Was denn sonst? Thank you.
Ja, das habe ich befürchtet. Jetzt ist er wieder müde, das heißt, ich habe jetzt alles umsonst zusammengeklickt. Weil er sich das nicht merken kann. Das finde ich auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt, dass ich mir nicht hier irgendwelche Presets machen kann. Dass ich sagen kann, ich will diese Waffe in dieser und jene Konfiguration haben. Dass ich mir die irgendwie als Favorit markieren kann. Also so ein Preset. Das ist echt schade, dass das nicht geht. Aber klar, man das konnte das Originalspiel unmodded auch schon nicht. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, sowas als Mod dann reinzubringen. Beziehungsweise fast schon, glaube ich, dass das eher unmöglich ist, das so zu machen. Dann nehmen wir den Knubbel hier. Und zack. Boah, okay. Halleluja, da. In meinem nächsten Leben werde ich Schmied. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Heieiei. Apropos, so sieht's aus. Wir sind wieder bei 47 Minuten. Zeit für ein Folgenpäuschen, würde ich an dieser Stelle sagen. Und außerdem natürlich, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Heute mal ein bisschen missionstechnisch unterwegs. Aber ich glaube, das muss auch mal sein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit, macht's es gut. Und Servus.